Grube, lieber Gerd Roppers, meine Damen und Herren, die Reformatoren waren überzeugt, dass jeder Mensch selbstständig denken und entscheiden darf. In Fragen von Glauben und Gewissen ist jeder Mensch frei. Das ist die zentrale reformatorische Entdeckung. Und aus dieser Freiheit heraus soll der Mensch dann in der Gesellschaft Verantwortung übernehmen. Martin Luther war ein großartiger, charismatischer Mann. Er war aber kein Einzelgänger, wie viele ihn sehen, sondern er hat seine reformatorische Entdeckung im Gespräch mit vielen und mit vielen anderen unter die Leute gebracht. Dazu brauchte er Gesprächskontakte, dazu musste er viel reisen, ebenso wie Bugenhagen und Philipp Melanchthon. Sie sind gereist zu Reichstagen, in andere Klöster, an andere Universitäten und zu Disputationen. Damals war die einzige Möglichkeit, zu Fuß oder mit der Kutsche zu reisen. Und ich habe einen schönen Brief gefunden, in dem Martin Luther eine Reise beschreibt an seinen Freund Spalatin. 1518 schreibt er: Endlich, mein lieber Spalatin, bin ich durch Christi Gnade zurückgekehrt und am Sonnabend nach Himmelfahrt in Wittenberg angekommen. Ich bin im Wagen wiedergekommen, während ich doch zu Fuße weggegangen war. Da ich nämlich von den Oberen genötigt wurde, mit den Nürnbergern bis Würzburg zu fahren. Von Würzburg fuhr ich mit den Erfurtern bis Erfurt, von Erfurt mit den Eislebenern, welche mich schließlich auf ihre Kosten mit ihren Pferden nach Wittenberg brachten. Ich bin auf dem ganzen Wege völlig wohl gewesen und Speise und Trank sagten mir erstaunlich gut zu, sodass einige meinen, ich sei behäbiger und beleibter geworden. Also Luther hat das Reisen offensichtlich durchaus genossen. Zu seiner Zeit war Reisen das Privileg der wohlhabenden Menschen. Heute hat sich das geändert. Menschen aller sozialer Herkunft können reisen und die modernen Züge machen es möglich, dass Menschen über große Distanzen sehr schnell zusammenkommen. Und indes ich finde, dass Speis und Trank im ICE durchaus eine Qualität haben, die heute Martin Luther, denke ich, sehr offensichtlich gefallen würde. Ich selbst bin ständig mit der Bahn unterwegs und freue mich deshalb ganz besonders, dass ein so hochmoderner ICE 4 nach dem Reformator Martin Luther benannt wird. Die Abgeordneten des Deutschen Bundestages haben gesagt, es handelt sich nicht allein um ein kirchliches Ereignis, sondern um ein Ereignis von Weltrang mit kulturhistorischer Bedeutung für die Bundesrepublik Deutschland, ja für Europa und für die Welt. Wir wissen auch um die Gefahren des Reisens. Das wollen wir nicht verstecken. Wir wissen gerade, dass die Hochtechnologie auch anfällig ist und dass immer wieder Menschen auch versagen. Aber wir wissen, dass das die beste Form des Reisens ist, die wir in unserem Land kennen. Herr Grube hat auf die ökologischen Aspekte hingewiesen, die für das Reformationsjubiläum uns besonders wichtig sind. Das Reisen wird eine wichtige Rolle spielen im kommenden Jahr. Sie haben das Ereignis am 28. Mai genannt, aber 16 Wochen lang, von Mai bis September, werden Menschen aus aller Welt zur Weltausstellung Reformation nach Wittenberg kommen. Sie wollen fragen, wie wir heute Reform und Reformation in unserem Land, in unserer Gesellschaft, in Europa umsetzen. Menschen aus aller Welt, die die Gelegenheit haben werden, in 40 Minuten von hier nach Wittenberg zu kommen und in nur 27 Minuten von Leipzig nach Wittenberg zu kommen. Wittenberg wird das Zentrum und es wird erreichbar sein, auch für Menschen, die dort nicht übernachten können, weil die Stadt dafür nicht genügend Betten hat. Das ist großartig, wir freuen uns über diese Partnerschaft, wir sind sehr dankbar dafür und wir wünschen uns, dass das Reformationsjubiläum ein Aufbruch ist im kommenden Jahr. Nicht ein Feiern, das zu Ende geht, sondern ein Aufbruch, mit dem wir fragen, wie wir heute Verantwortung in unserer Zeit übernehmen können, in der Gesellschaft, für unsere Kirche und wo wir die notwendigen verantwortlichen Veränderungen in Angriff nehmen. Ich freue mich auf das Jubiläumsjahr. Ich wünsche allen Menschen, die mit diesem ICE fahren werden, von Herzen Gottes Segen und danke der Deutschen Bahn, dass sie diesen Namen Martin Luther auf einen ICE stellt. Ich denke, da kommt gut zusammen, was Martin Luther als Verantwortung in der Welt und notwendige Fortbewegung gesehen hätte. Herzlichen Dank.